Gut, machen wir heute mit was? Die Fauna des alten Ägyptens weiter. Vision in der Wüste. Die Wüste zu durchqueren ist kein leichtes Unterfangen. Du bist erschöpft und durstig und die Sonne brennt so sehr, dass du Dinge sehen wirst, die gar nicht da sind. Also eine Fata Morgana. Zum Beispiel. So, wir sind jetzt im ganz anderen Gebiet. Sehr grün wieder. Die Fauna des alten Ägyptens. Anzahl der Stationen 5. Region Nomos Neret Mehetet. Erfahre mehr über die Fauna des alten Ägyptens. Geschätzte Dauer 3 Minuten. Willkommen bei Die Fauna des alten Ägyptens. Das ist eine Antilope. Das ist ein Büffel. Da drüben Pferde. Aber das wäre ja dann die Tierwelt, weil Fauna sind ja Pflanzen. Bereits auf Flachreliefs der ersten Dynastie finden sich Repräsentationen von Haustieren und Wildtieren. Die diversen Wildtiere dienten als verlässliche Nahrungsquelle für die Bevölkerung, hatten aber auch Einfluss auf Kultur und Mythologie. Was ich eben erzählt habe, ist natürlich Schwachsinn. Die Flora ist die Pflanzenwelt und Fauna sind die Tiere. Schminkpalette, Dekor mit Hyänen oder Wildhunden. Neolithikum, Foto aus dem Louvre. Da unten, was ist das? Eine Giraffe oder was? Weil das so einen langen Hals hat. Also was da unten auf dem Kopf steht. Könnte eine Giraffe sein. Wie komisch, der Flora und Fauna. Alter Schwede. So langsam wird's Zeit. Im Gebiet Ägyptens gab es eine große Bandbreite an Tieren, darunter Panther, Nashörner, Elefanten und zahlreiche Antilopenarten. Panther gab es auch. Okay. Gazelle, 18. Dynastie, Metropolitan Museum of Art in New York. Gut, Gazellen gibt es ja heute auch noch. Du bist grazil wie eine Gazelle, oder? Wie heißt das Tier mit dem langen Rüssel? Der wasserreiche Nil beherbergte viele Fischarten, aber auch Nilpferde und Krokodile. Wow. Flusspferd William. 12. Dynastie, Metropolitan Museum of Art in New York. Also haben sie dem Flusspferd einen Namen gegeben. Ich glaube, Flusspferde bzw. Nilpferde sind auch mit die gefährlichsten Geschöpfe, die im Wasser leben. Weil die können einem wirklich mit einem Biss halbieren. Gut. Wenn du im Krokodilmaul kommst, bist du auch fast sofort tot, aber... Ja. Schon in den altägyptischen Hieroglyphen wird auf die zahlreichen Vogelarten des Landes Bezug genommen. Von Raubvögeln über Wasservögel bis hin zu Singvögeln. Begegnungen mit Insekten und Reptilien wie Kobras, Skorpione und Skarabäen beeinflussten die Hieroglyphen und die Kunst der Ägypter. Mhm. Holz- und Bronzestatuette Ibis, anthropomorpher Tod, Ptolemäer-Dynastie, steht im Louvre. Also es gab früher Skarabäen wirklich. Ja gut, große Käfer einfach. Für das letzte müssen wir ein kleines Stück laufen. Hier durch die Flora.
einmal den Berg hoch. Da kommt wieder Fauna. Und wieder Flora. Ein Löwe. Tiger? Nee, Löwe. Da, Löwe. Alle Tiere hatten heilige Bedeutung. Insbesondere symbolisierten Löwen für die alten Ägypter Macht und das Königliche. Sie waren bei Pharaonen so begehrt, dass sie in Ägypten schließlich ausgerottet waren. Na toll. Also gab es früher schon Artensterben, weil die Pharaonen unbedingt die Löwen haben wollten, wegen ihrem wahrscheinlich Fell. Skizze eines Künstlers. Pharao erlebt Löwen mit Speer, 20. Dynastie, Metropolitan Museum of Art in New York. Und ist wahrscheinlich nur zum Spaß getötet. Und das war die Fauna des alten Ägyptens.